Herzlich willkommen bei Spaß mit Tiefbohrtechnik. Vielleicht habt ihr ja schon mal einen kaputten Fahrradschlauch repariert und da ist immer das Problem, das Loch zu finden. Und um das Loch im Schlauch zu finden, halten wir den Schlauch ins Wasser und wenn wir den Schlauch vorher aufgepumpt haben, dann sehen wir an der Stelle, wo der Reifen undicht ist, Gas austreten. Das liegt daran, dass im Schlauch der Gasdruck viel höher ist als der Druck im Wasser und deswegen kommt das Gas raus. Wenn wir uns ein Bohrloch vorstellen, was mit Wasser gefüllt ist und wir fahren dann mit einer Kamera rein, dann sehen wir unter Umständen so einen ähnlichen Effekt. Und zwar sehen wir hier, wie aus der ganzen Wand des Bohrlochs Gas austritt. Na, offensichtlich ist das Gas in den Poren des Gesteins unter höherem Druck als im Bohrloch und deswegen kommt das Gas aus dem Gestein ins Bohrloch rein. Und das muss natürlich im Bohrprozess auf jeden Fall vermieden werden. Das heißt, wir müssen den Druck im Bohrloch erhöhen, damit kein neues Gas reinkommen kann. Aber wie kann man den Druck im Bohrloch erhöhen? Hier ist die Formel dafür. Der Druck hängt von drei verschiedenen Sachen ab. Zum Beispiel von der Tiefe. Je tiefer wir ins Wasser runtertauchen, desto höher wird der Druck. Das wissen wir aus dem Schwimmbad. Der Druck hängt auch von der Erdanziehung an. Da können wir nichts dran machen, ebenso wie an der Tiefe des Bohrlochs. Aber wir können die Dichte der Flüssigkeit verändern. Die Dichte der Flüssigkeit gibt an, wie viel Kilogramm ein Liter der Flüssigkeit wiegt. Und in dem Bohrloch, was wir eben gesehen haben, da war reines Wasser drin. Wasser wiegt ungefähr 1 Kilogramm pro Liter. Und wenn wir dieses Wasser schwerer machen wollen, dann können wir zum Beispiel Salz drin auflösen. Salz wiegt doppelt so viel wie Wasser. Und wenn wir Salz ins Wasser mischen, muss das Wasser schwerer werden. Es ist hier ein bisschen mühsam, das vorzuführen, aber wir haben eine Probe zubereitet. Und in diese Probe haben wir so viel Salz aufgelöst, wie möglich gewesen ist. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie viel das Süßwasser wiegt und das Salzwasser, dann sehen wir, dass das Süßwasser viel weniger wiegt, 670 ungefähr, als das Salzwasser, was hier 745 Gramm wiegt, obwohl in beiden Gläsern dieselbe Menge drin ist. Tja, und damit können wir also den Druck im Bohrloch ganz erheblich erhöhen. Und wenn das nicht reicht, können wir auch Kreide in das Wasser mischen. Kreide wiegt schon dreimal so viel wie Wasser und erhöht das Gewicht zusätzlich. Und wenn das nicht reicht, können wir auch gemahlene Steine, also Schwerspat zum Beispiel, benutzen. Schwerspat ist sogar viermal so schwer wie Wasser. Hier sehen wir so eine Schwerspatprobe. Und auf die Art und Weise können wir die Bohrspülung also auf den Druck einstellen, sodass kein Gas mehr in die Bohrung reinkommt. Und auf einer Tiefbohranlage haben wir deswegen immer ein Labor. Und in diesem Labor arbeiten Geologen und Spülungsingenieure. Die Geologen untersuchen das Gestein und ermitteln den Druck, den das Gas in den Poren des Gesteins hat. Und die Spülungsspezialisten mischen die Spülung so an, dass das Bohrloch sicher ist und keine Gaseinbrüche zu befürchten sind. Und wer genau wissen will, wie man die Mixtur einer Bohrspülung optimiert, der kommt zu uns nach Freiberg in die Vorlesung Spülung und Zementation. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!